Armin von Curved und schaut mal, was ich Schönes in der Hand habe. Ich freue mich da sehr drüber, denn es ist eines der Geräte, das im engeren Kreis meiner Erwägung für mein kommendes Smartphone ist, das neue Moto X. Vorgestellt im Rahmen der IFA Anfang September von Motorola auf einem separaten Event. Wir haben damals auch gleich ein Hands-on gemacht, das gibt es auch schon in unserem Kanal. Und jetzt halte ich es aber hier tatsächlich ganz exklusiv für mich in der Redaktion in Händen und freue mich sehr darauf, das in den nächsten Tagen dann ausführlich zu testen, weil ich bin jetzt schon wieder angetan, wo ich es halte. Das ist so ein schönes Gerät. Also ich habe jetzt hier sogar das Modell ohne Holzrückseite und ohne Leder, sondern mit schnödem Plastik eigentlich. Aber auch das ist schon so schön gemacht und so schön eingefasst hier in diesen Rahmen, dass ich fast ein bisschen verliebt schon wieder bin, wie schön das aussieht. Und ja, deswegen, also ich werde das jetzt ausführlich testen, aber vor dem Test gucken wir uns die Geräte ja immer an, damit ihr auch so den ersten Eindruck, den wir dann haben, mal teilen könnt und eben auch seht, wie sehen wir es am Anfang und wie sehen wir es dann vielleicht nach einer Woche. Das ist ja auch immer ein Prozess. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal zusammen an, kommt einfach näher ran und wir gucken mal um das Gerät herum. Und jetzt schaut euch doch mal diesen tollen Rücken an. Das ist jetzt, wir haben noch nicht mal diese tolle Holzversion oder Lederversion, sondern das ist einfach nur der Kunststoffdeckel, der auch nichts extra kostet im Moto Maker. Aber auch der gefällt mir schon sehr gut. Ist so gummiert, angeraut, fühlt sich sehr gut an. Und dann natürlich hier mit diesem Motorola-Logo hier drin. Und das Besondere, der Blitz ist ja ring, der Blitz der rückseitigen 13-Megapixel-Kamera ist ja hier so ringförmig angeordnet. Und dann das Ganze sehr schön eingefasst in diesen Alu-Rahmen. Den zeige ich euch auch nochmal von der Seite hier. Also der ist wirklich sehr, sehr schick. Hier oben mit dem Kopfhöreranschluss und hier ist der SIM-Karten-Slot. Und unten haben wir eigentlich nur den Micro-USB-Slot. Aber das gefällt mir von der Optik und auch von der Haptik ist das sehr, sehr schön. Und das hat ja schon mich, nicht nur mich, sondern ganz viele Kollegen auch während der Vorstellung oder kurz nach der Vorstellung im Rahmen der IFA sehr, sehr begeistert. Es ist optisch ein sehr gelungenes Gerät, das neue Moto X, muss man sagen. Und wenn man eben in den Motomaker geht und sich das da individuell bestellt, dann kann man sich hier auch noch so eine Holzrückseite, da gibt es so Teak und Bambus und weiß ich nicht, oder eben Leder, also richtiges Leder, nicht wie bei Samsung bei den Notes so eine Leder-Plastik-Optik, sondern echtes Leder. Also ob es echt ist, weiß ich nicht, aber es ist halt Leder, also vielleicht Kunstleder, aber es ist halt irgendwie kein Plastik in Form gegossen. Kostet dann halt ein bisschen mehr, also ich sagte ja schon, 4,99 kostet das Gerät, so wie wir es jetzt hier haben, 16 GB. Und man kann dann über den Moto Maker halt auch noch eine 32 GB Version nehmen, das kostet dann 50 Euro mehr. Und man kann sich dann eben auch noch diese Holz- oder Lederrückseiten, die kosten dann nochmal 20 Euro mehr. Also Maximalpreis sind 579 für die hölzerne oder lederne 32 GB Version. Zum Preis sage ich gleich nochmal was. Erstmal, also wie gesagt, optisch sehr gelungen. Gehen wir ganz kurz die Specs ab. Wie gesagt, 16 GB oder 32 GB. Eine Erweiterung gibt es leider nicht, das ist schade. Also ich kann da keine Micro-SD-Karten reinstecken. Wir haben ein 72,4 mm breites, ein 140,8 mm langes und ein durch die Wölbung auf der Rückseite zwischen 3,8 mm und 9,9 mm dickes Gehäuse. Oh, jetzt habe ich irgendwas, ach so, ich habe Vibration gestellt. Gehäuse, also ist am Rand natürlich relativ dünn und in der Mitte dann wieder etwas dicker. Und 144 Gramm, Entschuldigung, das geht eigentlich auch vom Gewicht dafür, dass es ja einen Alu-Rahmen hat. Auf der Rückseite sagte ich schon, eine 13-Megapixel-Kamera, die nominell über die Software auch relativ viel Features bringt. Also man kann da so Zeitlupen-Sachen mitmachen und sowas. Und vorne ein ganz kleines 2-Megapixel-Modul, reicht aber aus für ein Selfie oder für ein Skype-Telefonat oder so. Was jetzt etwas mich sogar irritiert hat damals bei der Vorstellung, sind diese zwei vermeintlichen Lautsprecher. Ist es nicht. Das hier ist nur der Hörergrill und das ist der Lautsprecher. Also das Gerät hat nicht wie der kleine Bruder, wie das Moto G, zwei Frontlautsprecher, sondern es hat nur einen und der sitzt hier unten drin und das finde ich schade, weil ich mich über Stereo-Frontlautsprecher, wie man sie von HTC kennt, sehr gefreut hätte. Ansonsten haben wir natürlich LTE-Konnektivität, NFC ist drin und im Inneren haben wir einen Snapdragon 801 mit 2,5 GHz, also das ist soweit State of the Art und wir haben ein 5,2 Zoll großes AMOLED-Display mit 1080p, das geschützt wird von Gorilla Glass 3, also am Display gibt es soweit eigentlich auch nichts zu meckern. Ich kann auch schon mal auf den ersten Blick sagen, die Blickwinkel gefallen mir sehr gut und das ist halt die übliche Qualität, die man eigentlich inzwischen heute so in Oberklasse-Geräten auch erwarten muss sogar. So, ein weiteres Manko neben der Tatsache, dass es jetzt keine zwei Frontlautsprecher hat, ist tatsächlich der Akku. 2300 mAh ist nicht wirklich viel für ein Gerät mit 1080p Display und mit 5,2 Zoll Größe und auch mit dem schnellen Prozessor, obwohl der relativ stromsparend ist. Also ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber erste Testberichte haben es schon postuliert und ich gehe auch davon aus,
dass man damit Schwierigkeiten haben wird, über den Tag zu kommen. Und das macht das Ganze für mich eigentlich zu einem No-Go. Also ich habe echt geliebäugelt mit dem Moto X, aber mit dieser Akkugeschichte. Ich werde es jetzt die nächsten Tage wirklich ausführlich ausprobieren und gucken. Vielleicht täusche ich mich ja auch und vielleicht hält das ja irgendwie wahnsinnig lange. Es gibt ja auch so eine Schnell-Charge-Funktion im Moto X, mit der man irgendwie in 15 Minuten das Gerät oder in 8 Minuten, weiß ich nicht, auf 50% wieder bringen kann. Das werde ich natürlich auch ausprobieren. Vielleicht egalisiert das den kleinen Akku ja wieder, wenn ich einfach sage, so, mir reichen jetzt 10 Minuten kurz, um das für den Rest des Tages wieder fit zu machen. Aber ich bin erstmal skeptisch. Ich werde mir das in Ruhe anschauen. Ansonsten, wie gesagt, von der Optik bin ich begeistert, auch von der Haptik, von den nominellen Specs soweit auch angetan, und natürlich interessieren mich auch diese ganzen Always-Listening-Features. Ich kann euch das hier mal kurz zeigen. Also es gibt ja diese Moto-App hier drauf, mit der man dann sein Gerät so einrichten kann. Man kann ihm einen Namen geben. Also ich kann das jetzt hier zum Beispiel Schuh nennen, wenn ich möchte, falls der mal nicht da ist, damit ich mich nicht so einsam fühle, und das Gerät dann immer mit dem von mir verteilten Namen rufen und ihm dann irgendwie zurufen, so, geh jetzt mal bitte in den Lautlos-Modus oder ruf doch mal den und den an. Das werde ich auch alles ausprobieren. Finde ich an sich ein sehr spannendes Feature und bin gespannt, wie sich das so im Alltag schlägt. Also, ich bin ganz angetan eigentlich. Ich bin gespannt auf die erwähnten Knackpunkte, wo ich mal gucken muss. Akkulaufzeit zum Beispiel. Kamera interessiert mich auch, ob die was kann. Und wie schlimm ich das finde, dass das hier vorne keine Stereo, sondern nur ein Monolautsprecher hier unten ist. Werde ich in den nächsten Tagen, wie gesagt, ausführlich testen. Euch dann irgendwie in der Woche einen ausführlichen Testbericht präsentieren. Und bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das doch, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal und lest natürlich immer auf curve.de, spätestens dann, wenn der Testbericht zum neuen Moto X online ist. Bis dahin, ich bin Amir. Tschüss.